Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Nordin Kaduri. Zu meiner Person bin 36 Jahre jung, komme aus Duisburg, bin Mannschaftsbetreuer beim SV Gensch Osman seit 2017. Heute ein sehr, sehr schöner Tag. Heute fange ich mit meinem ersten Vlog an. Ich nehme euch mit, zeige euch, was ich alles mache. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Anlage. Wir werden heute in Bettburg-Hau spielen, ca. 70 Kilometer entfernt. Tiefsten Niederrhein. Wir haben jetzt gerade kurz vor 10 Uhr. Mein Tag fängt relativ früh an. Ich muss gleich die Klamotten zusammenstellen, raussuchen etc. Und dann in meinem Gensch-Mobil muss ich heute die Klamotten hier mitnehmen. Ich werde euch zeigen, wie ich dann die Kabine fertig mache, was ich alles tue und. Seid gespannt. Nächste Woche habe ich meinen Stargast dabei. Dann werden wir zu zweit sein. Los geht's! So, die erste Hürde am Morgen ist tanken. Damit wir überhaupt ankommen, müssen wir erstmal tanken. Der getankt haben wir auch. Jetzt muss ich nur noch zahlen gehen. Dann geht's los. Seid gespannt, wird heute ein richtig, richtig cooler Tag. So, in wenigen Sekunden bin ich bei uns in der Arena, in der Rewe Arena beim SV Gensch Osman Duisburg. Wie ihr seht, hier alles total voll. Leute, hier bei uns auf der Platzanlage ein Fußballturnier stattfindet. So, das ist unsere Arena. Zack. So, ich hole jetzt unsere Sachen aus der Kabine und dann geht's los. So Leute, bin gerade im Materialraum. Guck, ob alle Bälle aufgepumpt sind. Wir nehmen mal so 10 Stück mit. Das Mauswertspiel, Weibchen, Hütchen und alles, was dazu, so, was dazu gehört. Ich sortiere jetzt erstmal die Hütchen nach Farbe, damit der Trainer gleich sein Spielfeld aufbauen kann. Damit er direkt die einheitlichen Farben dazu hat. Bälle sind auch gepackt. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Und dann kann ich gleich schon losfahren. So, Material habe ich jetzt alles zusammen. Jetzt geht's wieder zum Auto. Ich werde euch jetzt zeigen, was ich alles zusammengelegt habe, um zum Auswärtsspiel zu fahren. Das ist der beste Betreuer, mobil. Das Auto ist leider nicht so groß. Man hat sich die Sachen, die ich zusammen habe, vom Aufwärmpullis bis Fußballschuhe, Deo, Shampoo. Alles dabei. Und das muss gleich da rein. Kleinen Einblick in unsere Kabine. Ist zwar nicht sauber, weil wir auswärts spielen. Das ist unsere Kabine. Jeder Spieler hat ein Fach. Ja, das ist ein kleiner Physioraum. Und das sind die Sachen für heute. Auf geht's. So, sieht zwar ein bisschen chaotisch aus, aber es ist alles drin. Ein bisschen Tetris gespielt. Und jetzt noch das Letzte. Musikanlage noch rein und dann ist gut. So sieht das Spektakel dann aus. Und jetzt kann es nach Bettburg-Hau gehen zum ersten Meisterschaftsspiel. So, Auto ist voll. Wir haben jetzt 10.37 Uhr. Die Fahrt dauert ca. 70 Kilometer, sind das 50 Minuten Fahrt. Ich gehe mir noch was zu frühstücken holen und dann geht's los. Gute 30 Kilometer noch, dann bin ich in Bettburg-Hau. Die Mannschaft wird so gegen 13.30 Uhr eintreffen. Bis dahin muss ich alles fertig haben. Ich hoffe, dass ich gleich eine Kabine bekomme. Ich hoffe, dass es momentan keine Jugendspiele statt oder so. Ich wollte euch heute mal zeigen, oder die nächsten Wochen noch mal zeigen, was ich alles so tue und wann es mal losgeht. Ist ein bisschen harte Arbeit, aber es macht unheimlich viel Spaß. Ja, unser Ziel ist es ganz klar, dieses Jahr oben mitzuspielen und vielleicht nächstes Jahr in der Oberliga zu spielen. Aber es ist noch ein langer Weg dahin. Ja, ihr werdet mich mit der Mannschaft bei diesem Weg begleiten. Nächste Woche ist das erste Heimspiel. Da habe ich jemanden dabei. Noch sage ich nicht, wer es ist. So Leute, ich bin jetzt gerade angekommen in Bettburg-Hau. Jetzt heißt es für mich ausladen. Und dann hoffe ich, dass wir frühzeitig eine Kabine bekommen, damit ich hier alles vorbereiten kann. Das ist die Platzanlage von Bettburg-Hau. So, leider ist noch keiner aufzufinden, den ich ansprechen kann in der Kabine. Aber ich lade schon mal die Sachen raus und dann geht's mit dem Aufbau los. So. Die Sachen liegen jetzt alle draußen. Kann ich loslegen mit dem Aufbau. Freie Kabine bekommen. Da ist heute unsere Kabine. Leider eine kleine Kabine. Aber ist okay. Machen wir das Beste. Das bin ich. Also ist noch nicht ganz fertig. Aber schon viel geschafft. Wir haben beide zwei Kabinen. So. Jetzt
geht's weiter. So, bin fertig. Ja, gut, eine halbe Stunde ist die Mannschaft da. Bald ist alles fertig. So, Leute, fertig. Ich warte jetzt auf die Mannschaft. Müsste jetzt auch gute 10, 15 Minuten da sein. Und dann geht's los. So, unser erster Spieler ist da, Hakan. Was sagst du heute zum Spiel? Wir müssen es erstmal anpassen. Ja, okay. Spiel, Gegner ist nicht bekannt. Hä? Kabine ist fertig, ja, lauf durch. So, die Spieler kommen jetzt langsam. Unser Star-Ensemble, Eyüp Andic und Barkin Kömet. Ey, Barkin, was sagst du zum Spiel heute? Barkin, Junge, du bist jetzt mein erster Spieler, mit dem ich das erste Interview führe. Was sagst du heute zum ersten Meisterschaftsspiel? 1-3. 1-3? Okay. Murat, was sagst du? Wir merken ja schon immer, wenn ihr die ganze Zeit schreibt. Du darfst nur mit Spielern reden, die im Kader sind. Also, sorry. So, die Mannschaft ist eingetroffen. Passiert alles, gell? Darum habe ich meine Rücken jetzt in Rücken sein. Ihr habt jetzt etwas von mir. So, wichtigster Mann ist eingetroffen. Bruder, beide Arme, Junge! Da ist unser Tor, Tamsin. Bester Mann! So, Leute, ich baue jetzt das Spielfeld auf. Gleich für die Mannschaft. Damit ihr ein bisschen warm machen könnt. Gleich geht's in die Kabine. So, die Mannschaft befindet sich gerade in der Besprechung in der Nebenkabine. Hier ist unser Physio. Hassan Joll. Richtig. Was sagst du zum Spiel? Stimmt, 5-1 für uns. Ja, gut, wir kriegen jetzt gleich das Spiel, nur einfach gewinnen. Ja. So, der beste Betreuer, der muss sich ja auch mal ein bisschen stärken, ne? Ist ja wohl klar. Nicht immer nur die Spieler. Nach getaner Arbeit. Ich gebe heute einen Tipp an. Wir werden heute 5-1 gewinnen. 5-1. Hoffentlich. So, die Mannschaft macht sich gerade warm. Barkin leider heute verletzt, sonst von Anfang an. So, die Mannschaft kommt jetzt raus. Laufen heute im Einlauf, Kinder. Hallo, viel Erfolg. Alles klar. Leute, ich bin zurück aus Bettbockau, bin gerade eben angekommen. Ja, wir haben heute leider verloren, aber naja, so ist halt der Fußball. Nächste Woche holen wir die 3 Punkte oder lassen die 3 Punkte bei uns zu Hause. Und ich hoffe, der Vlog, der kommt jetzt gleich. Ich hoffe, er gefällt euch und lasst mir auf jeden Fall ein Like da, ein paar Kommentare. Und ja, nächste Woche bin ich bei unserem ersten Heimspiel und habt jemanden dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag und wir sehen uns.